Moin moin Leute, heute geht's los mit dem Missionsguide. Beim letzten Mal gab es ja Tipps zum Übersetzen und heute ist so die allererste Mission dran. Da schauen wir doch mal, was es für Missionen so alles heute gibt. So. Fangen wir gleich mit dem ersten oben. Der Delivery. Delivery ist, da sind alle Lieferungsmissionen drunter gesammelt. Man muss eben halt irgendetwas abholen. Zum Beispiel und irgendwo hinbringen. Oder nur. Ja, oder etwas einsammeln an irgendeinem Punkt eben halt. Und ja, nehmen wir wie gesagt hier die erste. So, und hier haben wir es zu tun mit ICC. Die haben um Jela ein paar merkwürdige Daten mit ihrem langreichenden Sensoren aufgenommen und wollen eben halt das Ganze ein bisschen untersucht haben. Und um das besser zu verstehen zu können, haben sie, also beziehungsweise suchen sie jemanden, der da den betreffenden Punkt aufsucht und für sie die Daten erhebt. Ja. Des Weiteren steht noch, dass einige Outlaws in der Gegend gesehen worden sind, dass man darum aufpassen soll. Ja. Akzeptieren wir mal den Job. Ja, ein Satellit, der uns zur Verfügung gestellt wird, ist ungefähr 400 Meter weiter. Weiter, das müsste dann... Komm, gib auf. Das müsste auf der anderen Seite der... Sagen sein. Helm haben wir auf. Weil das sieht ja irgendwie ein bisschen komisch aus. Eigentlich müsste. Ja, es scheint tatsächlich der anderen Seite zu sein. Gucken, ob wir da ohne Probleme auf die Schnelle rüberkommen. Da sieht man dann auch noch mal ein bisschen was von der Station. So wie man sie nicht so alltäglich sieht. Ja, mal gelandet, ohne sich so zu packen. Also mal richtig wunderbar, ohne zu maulen. Ja, da wir hier eben halt einen Satelliten mitnehmen müssen für die Datenerhebung, brauchen wir also glaube ich gleich ein Schiff, was irgendwie ein bisschen Laderaum zur Verfügung hat. Ach, dann nehmen wir mal eine Avenger für. Ein kleines Starterschiff. Recht angenehm zu fliegen, agil. Na komm. Wie ist denn das? Merken, weil da müssen wir dann gleich wieder hin.
auf dem Weg. Eben. Dann eben Satelliten hier abholen. Beziehungsweise unsere Probe haben. Harry. Bis 5. Töchchen. Und da steht sie auch schon. Der Vogel hier ist natürlich wunderbar geeignet, weil er bietet einem guten Platz, es hinzustellen. Jetzt. Er kommt. Weil wie gesagt, also mit jedem Flieger kann man das nicht machen, diese Aufgabe. Es muss halt irgendwie eine Art begehbarer Laderaum oder aber also das Schiff begehbar sein im Sinne von, dass man im Schiff aufstehen kann und irgendwo ein Teil hinlegen kann. Sowas geht nicht in jedem Flieger. Es gibt also Jäger, Einzelsitzjäger sind das, da kann man nicht drin aufstehen. Wenn man da die Taste zum Aufstehen drückt, dann ist man außerhalb des Fliegers wieder. Mit denen geht das dann nicht. Fliegen wir da mal erstmal Richtung Jela. Schauen dabei mal auf die Karte. Dann schauen wir jetzt mal. Da hinten sollen wir hin. Während wir da hinten hinfliegen, stelle ich mal wie gewohnt meine Waffen alle auf 1. Gib mal ein bisschen Speed, damit wir schneller in die Richtung kommen. Dann versuche ich gleich mal, wenn wir da sind, das Ding im Schiff zu aktivieren. Mal gucken, was passiert. Ob wir zu beiden Punkten da wirklich liegen müssen, ob einer da reicht. Schön der Sonne entgegen. Eine Sonnenbrille nicht schlecht. Aber wir kommen der Geschichte ja schon langsam näher.
Wer weiß, vielleicht da hinten dann ja sogar noch gehen. Wenn wir dann gleich in der Ecke dort sind, dann werde ich noch mal schauen, wie das aussieht. Den Missionstext dann. Ja, ein bisschen verknittert aus, wa? Ja. Irgendwie als ob ein Hagelsturm durchgeflogen wäre. Jetzt haben wir noch 95 Kilometer bis dahin. Vordere. Speed runtergehen. Damit wir da nicht so total dran vorbeirauschen gleich. Schön gut bleiben, ne? Wir haben ja die Warnung gekriegt, dass irgendwie Gegner da sein könnten. Irgendwelche Outlaws sind in der Ecke, Fehler rumtreiben. Also heißt Augen offen halten. Ein bisschen mehr Gas weg. Nahe kommen den Brocken. Zweite Punkt hin.
Super. So, dann bauen wir. Eat. Einstellen. Dann tun wir das doch mal, indem wir aufgehen. Und damit haben wir Geld schon verdient. Da haben wir jetzt also Multitool. Nein. Anziehen. Und das Teil mal ausstellen. Einfach nur die R-Taste drücken. Weg. Ja. Das war die Mission schon. Dürfte jetzt also komplett erledigt sein, weil wir Geld dafür bekommen. Sieht. Also hinfliegen, den Satelliten an der richtigen Stelle anschmeißen. Ein kleines Momentchen warten und schon an 2005 IUC mehr. Ich hoffe, euch hat diese kleine Satellitenmission gefallen. Ich fliege jetzt erstmal nach Port Olisar zurück. Werde das Schiff storen und dann mal schauen, was ich morgen für eine Mission. Also was das angeht, da wünsche ich euch viel Spaß im Spiel. Schaut bei Gelegenheit wieder rein, wenn es euch gefallen hat. In diesem Sinne sage ich, bis denne dann. Tschüss.